Die Musik hat mein Leben verändert. Da bin ich unendlich dankbar für. Und ich war, seit ich 15 bin, finanziell unabhängig. Das war eine schöne Situation. Ich war ja ungefähr 15, 16, bin in eine bestehende Band, die eigentlich Tanzmusik bis dahin gemacht haben und gerne was Modernes machen wollten. Also das hieß ja Beat damals. Und die brauchten einen mit einer Bassgitarre. Und ich hatte ja Bassgitarre schon geübt. Und üben hieß damals AFN oder BFBS hören. Und dann hören, was spielen die da? Ach, dann spielst du das auch. Also so lernte man damals. So, in die Truppe bin ich reingekommen und habe dann parallel zu meiner Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker eben jedes Wochenende das ganze Jahr über gespielt. Und schon mit der Gitarre ziemlich früh, die ich gekauft habe für 1500 D-Mark, obwohl ich 45 Mark im Monat verdient habe. Naja, aber die war nach einem halben Jahr abbezahlt, weil wir schöne Auftritte hatten. Und ich habe dann eigentlich als 16-Jähriger durch die Auftritte an jedem Wochenende so viel verdient wie mein Vater als Verwaltungsangestellter im Monat. Und ab da war die Sache sanktioniert. Dies ist ja ein Haus auf dem Haus, muss man sagen. Und wir haben ja das nach unseren Bedürfnissen hier geplant. Und für mich war ganz wichtig hier, abgekoppelt vom ganzen Wohnbereich, dieser, nennen wir es mal Studiobereich, wo ich mich austoben kann, wo ich ja keinen störe. Und das Spielen ab und zu zum Abschalten oder ganz einfach, weil mir wieder irgendwelche Dinge einfallen, ist unheimlich wichtig, wichtiger Teil des Lebens. Und also wenn ich länger als eine Woche irgendwo hinfahre, nehme ich immer eine Gitarre mit. Also gar keine Frage. Ich habe da so eine kleine rote Gitarre da oben, die passt in jeden Koffer rein. Das sind 35 Jahre Firmenhistorie. Angefangen hat alles mit diesem Gerät. Das hieß 777. Es war nicht schwarz wie die üblichen Geräte damals. Alles fiel völlig aus dem Rahmen. Und ich habe sehr viel Häme geerntet dafür, dass ich so blöd bin, ein Gerät zu machen, was zu nichts anderem passt. Hatte aber dann den Erfolg, dass die Kunden das wollten. Und für mich war völlig unwichtig, was das Gerät kosten würde, als ich es entwickelt hatte. Ich wollte es haben. Und habe gedacht, naja, vielleicht, wenn ich es haben will, finde ich zwei weitere, die es auch haben wollen. Also mache ich fünf. Ich bin immer auf Messen gegangen. Das war ja die einzige Möglichkeit, eine Öffentlichkeit zu bekommen. Und darüber kamen dann die ersten Händler. Die Presse wurde aufmerksam. Ab irgendwann auch der Lifestyle-Bereich, der sehr früh auf uns aufmerksam wurde und mehr auf uns als auf unsere Mitbewerber. Weil ich hatte ja schon immer darauf geachtet, dass die Geräte auch ästhetischen Ansprüchen genügen. Also weil die im Wohnzimmer ja oftmals auf einem altarähnlichen Podest stehen. Man sieht sie ja. Ja, und weil ich am Anfang es ja gar nicht anders konnte, habe ich mich gleich in einem Preisbereich wiedergefunden, den andere sich nicht getraut haben einzunehmen. Die Geräte müssen teuer sein, so wie wir die hier bauen. Und solange das nachvollzogen wird, werden wir den Markt auch haben. Und das in zunehmendem Maße. Es funktioniert. Ich kann ja mal zeigen, wie so ein Gerät von innen aussieht. Das ist randvoll gestopft mit ganz toller Elektronik. Also es ist immer wieder auch eine Freude, das so zu sehen, in welcher Qualität das so gefertigt wird. Selbst mich, der ich mein Leben lang ja mit Elektronik verbracht habe, fasziniert es immer wieder, wenn man so eine, ich würde sagen, eine aufgeräumte Baugruppe sieht und man gibt irgendein Signal rein und hinten kommt dann Musik raus. Also für mich immer noch Faszination pur. Also